Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Rogue Legacy Episode 14. Wir haben große Auswahl. Erzmagier oder knappe. Zwergenwuchs ist eigentlich gar nicht so schlecht. Den Reizsamen hatten wir in der letzten Episode und da wurden wir ziemlich viel angefurzt. Aber der Konflux hat natürlich auch was. Spruchzyklus, was war das mit dem Spruchzyklus nochmal? Ich glaube, damit können wir unseren Zauberspruch wechseln. Komm, ADHS, Konflux, Spruchzyklus, wir sind ein Erzmagier. Und schauen mal, was wir hier mit dem Geld anfangen können, da ich jetzt da drüben gerade nicht so wirklich was Interessantes finde. Da haben wir die Balance-Rune, die wir uns nicht leisten können. Also wir haben ja bloß, wir haben schon zu wenig, um uns das Billigste zu kaufen. Wir sind arm. Also, kaufen wir das gekauft, was. Das, was gekauft ist, denn Sharon nimmt uns hier eh wieder alles ab. So. Wir sind jetzt schon sehr schnell unterwegs, das gefällt mir. Es gibt entweder ein übler Rush oder ich sterbe in den nächsten 2 Sekunden oder Minuten. Tendenziell würde ich jetzt eher auf Sekunden tippen, so wie das gerade läuft. Denn wir sind schnell. So. Und 2, 3. Okay. Nebulak. 1, 2. Und da kommt Nebulak Nummer 3. Komm. Oh, du. Genau. Die Truhe hat sich mächtig gelohnt. Wer das Zeug da reingepackt hat, hat sich bestimmt mehr Arbeit gemacht, die Truhe da hinzuschleifen. Das, ich verstehe es nicht. Hallo, dich hatten wir doch eben schon mal und du hast uns getötet. Also, was heißt eben? Entschuldigung, in der letzten Episode. Ja, ich nehme das am Stück auf. Ja, komm. Bevor ich jetzt... Nein. Vielleicht nachher. Behalten wir den Konflux. So. Und hoffen, wir probieren es nachher nochmal, wenn wir wieder mehr Lebensenergie haben. Also gleich, denn wir regenerieren ja ziemlich schnell. Genau deswegen mag ich die Regeneration. Man hat für sowas einfach auch mehr Chancen. Man kann dann fliehen, merken, war gerade nicht so. Lauf mal weg und probiere es gleich nochmal, wenn ich dann soweit bin. Aber ich schnapp mir den. Also ich versuch's zumindest. Na gut, dann nehmen wir die da. Und probieren es auf die Distanz, denn wir sind ja Magier. Oh, war das knapp. Okay, aber dieses Mal bleibe ich dran. Nein! So knapp! Das klang jetzt unheimlich männlich. Knappe Erzmagier Shinobi. Den haben wir erst freigeschaltet. Schwindelanfall. In Kotzhausen sind wir willkommen und wir feuern Dolche. Die Runde wird anstrengend. Und wir können uns nichts leisten. So. Können wir wieder kaufen, dass was gekauft ist? Ja, wir können kaufen, dass was gekauft ist. So, 87 und... Moment, ich muss umdenken. Kopf drehen, nicht? Ich, 62, 52, 62, es ist, warte, Moment, es dürfte eine 62 sein. Ja. Dürfte eine 62 sein. Egal, ich muss mich einfach an den Balken orientieren. Oh Gott, das wird jetzt echt grausam. Von der Steuerung her ist es ja ganz normal, aber halt alles umgedreht. Also die Steuerung ist wie nicht umgedreht, aber alles andere ist eben umgedreht. Gott sei Dank ist es nicht noch vertikal gespiegelt, sondern nur horizontal. Dann, ja. Will ich mir gar nicht ausmalen. Aber so eine Runde finde ich eigentlich ganz witzig. Auch wenn es echt irgendwie anstrengend ist. Ist halt mal alles auch von einer anderen Perspektive gesehen.
Vielleicht lernen wir dabei ja auch noch was. Da. Gemälde. Ja, nein. Vielleicht. Doch. Das Gemälde ist, es ist friedlich. Das ist gut. So. Ja. Oh Gott. Ja, komm. Sehr schön. Ah. Stimmt, die Spezialfähigkeit vom Shinobi haben wir noch nicht. Das wird später eine coole Teleport-Funktion sein. Als Hokage dann. Sehr. Ja, ich habe beim Singleplayer schon weitergespielt. Wesentlich weiter. Aber das macht das Spiel ja nicht kaputt in dem Fall. Ist ja eh immer dasselbe, bloß anders. Trifft's eigentlich recht gut. Oder das gleiche, bloß anders. Dasselbe wäre in dem Fall, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck. Lief dieses? Nein. So. Erwischt? Nicht mit mir. Der war gut getimed. So. Das hätte gelebt. Wenn da nicht ich gewesen wäre. So. Was mit dir? Chiller-Gemälde. Okay, Chiller-Gemälde sind immer. Na boah, komm! So, so. Ja, sehr schön. Und? Ja! Das finde ich gerade angenehm. So laufen wir weiter. Ach Gott, du blöder. Fliegender Morgenstern. Hier. Zweimal gleich. Das heißt, in die untere Richtung. Also die obere, untere Richtung geht's wahrscheinlich. Moment, das will ich jetzt wissen. Da ist jetzt ja theoretisch. Also da, wo jetzt. Also optisch unten ist, ist ja aber eigentlich oben, genau. Und da kommen wir dann auch nach oben. Also ist. Nicht nur die einzelnen Räume sind gedreht, es ist die komplette Karte gedreht. Interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr verstanden habt. Habt ihr verstanden, was ich jetzt gemeint habe? Normalerweise ist der Turm ja immer so da. Aber jetzt ist der Turm eben da, weil nicht nur die Räume gespiegelt sind, sondern die komplette Map gespiegelt ist. Jetzt müsste es jedem klar sein, was ich gemeint habe. So. Komm her. Du Pferd, du, oder was auch immer du bist. Auf jeden Fall hast du gewiehert. Dann bist du für mich ein Pferd. Wenn du nicht danach aussiehst. So. Könnt ihr auch mal gucken, wie die heißen, aber das mache ich jetzt nicht, weil ich kann es jetzt eh nicht lesen auf dem Kopf. Also es würde schon gehen, aber nicht, wenn ich kämpfe und keine Zeit habe, weil Gegner. So. Was passiert denn hier? Jemand den noch? Okay. Oh, ich komme da nicht. Ich komme da nicht hoch. Boah, jetzt. So. Einfach mal hier rüber, da war ja nichts groß. Was steht denn da? Nicht springen war es schon. Achso, nicht ansehen. Ah, okay, ich hätte so rummachen müssen. Nicht hinsehen. Ach, jetzt weiß ich, warum ich die ganze Zeit so Probleme habe, das Ganze zu lesen. Das ist 78 und nicht 87.
Ja, ich habe die Schrift im Gegensatz zu allem anderen horizontal und vertikal gespiegelt versucht zu interpretieren, was natürlich nicht funktioniert, wenn, also ich habe versucht von rechts nach links zu lesen. Weil gespiegelt, aber es ist ja, wie gesagt, horizontal gespiegelt und dann kann ich von links nach rechts lesen, bloß die Buchstaben sind eben so andersrum und nicht so andersrum. Ja, ach Gott, ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Gehe ich mal davon aus. Auf jeden Fall habe ich falsch gedacht. Mein Kopf hat mir einen Streich gespielt. Hallo. Sterbt. Ich habe nicht mehr viel von der grünen, von dem grünen Balken hier übrig. Deswegen sterbt. Ja, hallo. Oh, du blöder Wolf, du. Wag, du. Ist ja auch was Wolfsähnliches, so ein Wag. Sir McLeodorys letzte Worte. Die Dunkelheit liegt immer an der unteren Seite des Schlosses. Im Keller? Dann kauf dir ein Licht. Ja. Wo war ich? Ah, ja, wir sind tot, genau. Und ja, wir können auch Schluss machen für heute. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr auch einfach auf dem Kanal vorbeischauen und auf den Abo-Button klicken. A, gibt es da auch noch andere Videos und B, bleibt ihr dann auf dem Laufenden. Und ja. Wäre toll, wenn ihr das Video noch bewerten könntet. Ich bin gerade echt langsam. Egal. Wäre toll, wenn ihr das Video noch bewerten könntet und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.